Herzlich willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind immer noch auf Schatzjagd und ich bin jetzt schon mal wieder auf der Insel der Diebe und zum Ort des Schatzes gelaufen und wir gucken mal zusammen, was wir jetzt aus der Erde ziehen. Sieht schwer aus. Mal gucken, ob da was Spannendes für uns zu holen ist. Ein Papageienflügel, okay. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. So, diese Quests haben wir erfolgreich abgeschlossen. Wir verfolgen jetzt mal unser Hauptziel, und zwar sollen wir ja nach Stahlbarts Artefakt suchen. Und das bedeutet, wir müssen Garcia finden. Und der soll auf Caldera zuletzt gesehen sein. Und da begeben wir uns jetzt hin. Wir gehen also wieder zurück auf unser Schiff. Es wird. Hi, Captain. Dann hören wir uns mal um. Vorher müssen wir natürlich neue Gegenstände kaufen, zum Beispiel Schrotkugeln. Zeig mir deine Ware. Oh, der hat neue Büchsen für uns. Gucken, ob wir da nicht einfach eine neue mitnehmen. Expeditionsflinte für 1500. Ist es uns das wert? Ich glaube schon, denn wir können auf jeden Fall eine neue Muskete mal gebrauchen. Okay, das war dieses. Wir sind ausgestattet, um wieder loszuziehen. Wir haben zwar jetzt nicht so unbedingt Proviant, den holen wir uns hier. Und dann begeben wir uns auf nach Caldera. Caldera ist ja der Ort, wo wir am Anfang gesessen haben und unser Abenteuer begonnen hat. Und da müssen wir jetzt wieder hin. Wir müssen sehen, ob Carlos eventuell mal was zu erzählen hat. Und wir werden rausfinden, ob in Caldera Informationen über Garcia zu holen sind. So, ich laufe zu meinem Bootchen zurück. Damit geht's aufs Schiff. Es wird. Hi, Captain. Auf nach Caldera, da wo unser Abenteuer begonnen hat. Bin ja mal gespannt, ob es mittlerweile besser aussieht. Irgendwie hat alles gebrannt, als wir angefangen haben. Ja, ich breche die Zwischensequenz mal ab. Nein, es brennt immer noch alles. Hätte ja auch mittlerweile mal einer einmal Wasser drüber schütten können, aber das war anscheinend doch zu viel verlangt. Wir nehmen, glaube ich, unseren Kumpel Venturo mit. Komm mit. Zu Befehl. Ob der Lagermeister hier immer noch angepisst ist, dass wir ihm das Lager ausgeräumt haben? Das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass hier ein Pirat auftaucht. Von wem sprichst du? Der Pirat Garcia kam vor einigen Tagen mit seinem Schiff hier an.
Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Wo ist Garcia jetzt? Keine Ahnung. Er ist vor ein paar Tagen weitergesegelt. Vielleicht weiß Carlos mehr. Okay. Was war das für eine Nachricht? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden. Hat sich richtig wichtig gemacht. Er meinte, die Nachricht wäre von Mara und für die Mitglieder des Hohen Rates bestimmt. Eine Nachricht von Mara, das klingt allerdings nicht gut. Viel Glück. Ich versuche ihr den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Nichts für ungut. Weitermachen. Stillgestanden! Hallo, Carlos. Lange nicht mehr gesehen. Du bist zurück. Und? War deine Suche erfolgreich? Mehr als das. Ich hab die Waffe, hinter der Stahlbart her war. Stahlbart ist tot. Aber bevor er starb, hat er mir verraten, dass diese Waffe nur eine von vieren ist, die wir brauchen, um Mara selbst zur Strecke zu bringen. Dann bist du hier in großer Gefahr. Warum? Weil der Hohe Rat gerade dabei ist, ein Friedensabkommen mit Mara zu schließen. Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin, dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arborea. Ja, ist klar. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Betty gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Wie konnte es nur so weit kommen? Von den 5 Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen 2, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zurzeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote hier ankam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Warum ist Corrientes nicht hier? Er ist zu einer Expedition nach Arborea aufgebrochen. Das war kurz, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Erzähl mir mehr über Maurigato. Maurigato ist zurzeit der mächtigste Mann in Caldera. Er wird alles tun, was ihm und seiner Handelsgilde zum Vorteil gereicht. Wer war der Bote? Der Piratenkapitän Garcia. Er und seine Leute haben sich anscheinend mit Mara verbündet. Er kam unter der weißen Flagge in den Hafen gesegelt. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der 4 Waffen hat. Garcia hat sich eine Zeit lang in Caldera aufgehalten, bevor er wieder gefahren ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an. Der hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. Okay, da haben wir jetzt ein paar... Oh, eine Kiste mit 60 zu 60. Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Ich habe ja schon rausgefunden, dass ich nicht so der beste bin im Schlösser öffnen. Aber das hat gut geklappt. Oh, hier ist eine Schatzkarte drin. Haha, die ist auch direkt hier in der Nähe. Super.
So, weiter geht die Suche. Gucken, ob in dem Bonzenpalast hier noch was zu holen ist. Ah, da geht dann das Tor wahrscheinlich auch gleich auf. Und wir können nach Caldera weiterziehen. Hier, da waren wir schon. Gewehr ab! Haha. Hier hat unser Abenteuer begonnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Alles klar. Ziehen wir mal los und suchen Caldera. Hier soll ja irgendwo noch ein Schatz rumfliegen. Vielleicht. Finden wir den auch direkt. Mal sehen, wo soll der denn sein? Stillgestanden! In der Ecke? Nö. Nö, im Boden ist er wohl auch nicht. Kann auch gut sein, dass er unten am Strand irgendwo liegt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal los und ziehen nach Caldera. Mach das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort. Geht doch. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenne dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Wo wohnt Mauregato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Das waren mal gute Informationen. Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. Der Hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Campbell? Aha, ein weiterer Flüchtling aus dem Reich. Wenn du Arbeit suchst, kannst du Kisten schleppen. Ich bin kein Flüchtling. Du kommst von der See? Bist nicht der erste Pirat, der hier einläuft. Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Captain, war bis vor kurzem in der Stadt. Mauregato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik, ich kümmere mich um die Kisten. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Und sie haben es bis heute noch nicht geschafft, uns die richtige Anzahl Kisten zu schicken. Irgendein Depp auf Takarigua kann anscheinend nicht zählen. Wer sitzt alles im Hohen Rat? Der Rat besteht aus 5 Leuten. Der gelehrte Custodio hat den Vorsitz. Mauregato hat den Sitz der Händler. Puco spricht für die Bauern. Und dann sind da noch Godin, der Handwerker, und Kommandant Corrientes. Und der Hohe Rat trifft alle Entscheidungen? So ist es. Aber ich weiß nicht viel darüber. Das hat sich gelohnt. Aber die Kristallfestung wird uns doch ein paar Gold erleichtert. Es heißt, wir fahren bald. Wir sind doch schon wieder am Ende unseres Parts. Wir werden mit Mauregato im nächsten Part sprechen. Wenn ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis gleich.